47. If you feel the urge to do a little interior decorating, please do so. Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wie heißt es? World of Assassination, der Freelancer-Modus. Und wir sehen es, wir sind hier bei Stufe 3 der vorletzten Stufe, müssen uns jetzt um die, um den Syndikatsboss kümmern. Und das Ganze wird in Hokkaido stattfinden. Und mir ist dann aufgefallen, Schlüsselkarten, so ein Kartenschloss über Brücker bringt mir gar nichts, weil da ist ja alles nach Kleidung. Die Kleidung ist ja da gechippt. Von daher, schauen wir mal. Könnte schwierig werden. Also wir haben 6 Verdächtige auf jeden Fall. Ein Tresor, den werden wir wahrscheinlich außen vor lassen. Und ein Klavierseitenkill sollen wir machen. Mal gucken, ob das unser Ding wird oder ob wir lieber alle in die Luft sprengen oder irgendwas. Und das Territorium ist alarmiert. Also, was haben wir denn? Ein Geschäftstreffen, Leseratte dehydriert, also lesen, trinken, okay, gut. Brille, Tattoo, Hut, braunes Haar. Kollateralkill, Explosion. Legen wir es da drauf an vielleicht. Wie viel Geld gibt denn das? Ja, der Rest ist Zeitdruck, der ist eh Mist. Also Hut, Brille, Tätowierung, braunes Haar. So, das Ding hätte ich gerne. Damit ist mein Ausrüstungsbudget schon fast erledigt, ne? Eine EMP-Ladung bringt mir, glaube ich, nichts. Brauche ich ja vielleicht auch gar nicht. Die MP, die ist, glaube ich, nicht unauffällig genug. Ne? Das ist keine so kleine MP, dass man die irgendwie unter die Kleidung stopfen könnte. Ah, hier die Dax geht. Also die ist, glaube ich, zu groß tatsächlich. Ja, die kommt nur auf den Rücken. Das ist schlecht. Ich könnte versuchen, die mitzunehmen. Ja, die kann ich unter die Kleidung stecken wenigstens. Achso, aber Ausrüstungskapazität. Ich bin drüber. No. Ja, verdammt. Okay, gut. Dann nehme ich mir noch ein Stethoskop mit. Und das war's dann. Dann gehe ich da quasi unbewaffnet hin. Nee, hier nicht. Ach, das hat auch zu viel Ausrüstung? Ne. 2. Tatsächlich. Okay, gut, dann 6 Verdächtige. Müssen wir mal schauen. Was sagt denn der Kollateralschaden? Wie viele Leute soll ich denn damit mit töten? Und eine weitere Person. Okay, gut. Eine weitere Person geht. Das bringt auch 2500. Ja, ich darf es halt nur nicht verkacken, ne? Safe journey, 47. Also ich muss das irgendwie über die Bühne bringen, auf jeden Fall. Und darf dann nicht zu gierig werden, irgendwie wegen des Tresors zum Beispiel oder so. This is it. We've tracked down the syndicate leader. You need to identify the target first. But be careful. They're on high alert. We don't want them to slip away. Nevertheless, we do know this. They are here for a business meeting. As for their identity, we know that they have brown hair. They are sporting a tattoo. They are wearing glasses and wearing a hat. Furthermore, your target suffers from dehydration and they like to read. Be it keeping up with the times or simply wanting to be inspired. I hope this will help. Ja, also ich gebe mir Mühe. Danke. Also hier wird er nicht sein. Ne? Hier trägt niemand Hut, glaube ich. Also wir schauen mal.
Ich bin in der Sauna. Die heiße, was? Heiße Onsenquelle natürlich. Oh, im Sicherheitsraum ist ein Verdächtiger. Da müssen wir mal gucken, wo bist du? Ach, das hier ist das Zimmer neben uns. Okay, da, das ist ganz cool. Hier, das ist so ein Flur, so ein Durchgang irgendwie. Schlafquartier der Mediziner. Okay, gut. Oh, das hier wird schwierig. Das ist aber im Treppenhaus scheinbar. Das ist wenigstens einigermaßen unbewacht. Und dann sind drei Verdächtige auf dem Hof draußen, oder? Seid ihr auf dem Hof? Nee. Nee, auf dem Hof ist keiner. Okay, gut. Aber könnte ja einer hinlaufen. So, also der nächste ist hier drüben im Sicherheitsraum. Da komme ich halt schlecht hin. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hinkomme. Vielleicht kann ich mir hier hinten so ein... Ja, das ist nämlich so das Problem tatsächlich. Ich komme nirgendwo so richtig hin. Vielleicht. That's what I'm here for. Eine Sammlermünze als Ablenkung. Hier gibt es ja die Tuatara, für die habe ich nicht genug Geld. Nehme ich einen Schlagstock mit oder sowas? Eine Schrotflinte. Das wäre vielleicht was tatsächlich. Aber die kann ich nicht transportieren im Moment. Oh Mann. For your own good. If you need more, you know where to find me. So, ich finde es natürlich gut, dass ihm das komplett scheißegal ist. Und jetzt... Achso, der rennt hier jetzt im Foyer rum. Und der ist im Garten draußen. Gut, da können wir später hin. Das Gute ist, ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen Zugang. Als Sicherheitsmensch. Ich muss natürlich gucken, dass ich hier niemanden reinrenne, der mich irgendwie für hochgradig verdächtig hält. Feuerlöscher. Oh, Kopfhörer. Die sind gut. Die zählen als Karotte. Irgendwo ist hier ein Späher in der Nähe. Angeblich. So, wohin gehe ich denn zuerst? Hier drüben ist natürlich ein bisschen, da könnte ich mir ein besseres Kostüm noch holen als Leibwächter, ist aber auch ein bisschen gefährlicher auf jeden Fall. Da ist der Massagetherapeut. Okay, das ist schlecht. Was? Ich darf doch da sein, oder nicht? I've got no more visual. Think we're in the clear. Sir, I'm sorry, this is a risk. Belong. Aber ich hab doch, wenn er da sein darf, darf ich doch auch da sein. Das ist doch ein Fehler, oder? Thank you.
Kann ich hier reingucken? Kann ich den hier rüber locken? Nee, so nicht. Da sind viel zu viele Kameras. Und ich habe halt keine schallgedämpfte Waffe dabei, um die auszuschalten. Okay, ja, sorry. Gut, wo geht's lang? Da hoch. You're doing really good, sir. Sorry for the inconvenience. You're free to go. Scheiße, hier raus wollte ich gar nicht. Da ist auch schon die nächste Patrouille. Okay, aber hier draußen darf ich wenigstens sein. Oh Mann, das ist alles nicht schön hier. Ich mich hier nicht fallen lassen? Kann ich da nur auf die Kante treten? Okay, das sollte ich aber auch nicht machen. Nicht, wenn hier der Pilot guckt. Komm schon runter. Da muss ich echt bis nach hier drüben. This is a restricted area. Komm hier rein. You need to follow me right now. No questions. Move it. Oh. Yeah, you like that one, huh? Oh. Care for another one, bitch? Oh. Ach, ich habe jetzt so oft Nein die falsche Taste gedrückt, weil ich. How unfortunate. It rather appears that you ran out of luck. Der Prompt kam halt immer so spät, ne? Und da habe ich den Taste gedrückt und dann kam zeitgleich der neue Prompt. Und da habe ich es halt verkackt. Ach, ist es blöd. Das Ganze wäre natürlich einfacher gewesen, wenn ich irgendwas zum Schlagen dabei gehabt hätte. Oder halt eine schallgedämpfte Waffe hätte mir in dem Fall nichts genutzt. Ich hätte ihn nicht einfach so erschießen können. 25 EP. Och ja, okay. Also das war halt schwierig, ne? Dadurch, dass da alles alarmiert war, waren da so viele Kameras einfach.
I'm sorry to say, but failing your campaign has resulted in the syndicate disappearing. Ah, ja, ja. But we know that nothing is predictable in this line of work. I'm sure you'll get back on the saddle. Let me know when you're ready for your next assignment. Tja, dann müssen wir das wohl leider nochmal machen. Wir gucken mal gerade. Was an Ausrüstung und beziehungsweise Waffen einfach da geblieben ist. Okay, Waffen sind noch da. Das ist super, aber die ganze Ausrüstung ist weg, ne? Ja. Die Ausrüstung verschwindet, die Waffen bleiben da. Das finde ich auch so ein bisschen komisch. Aber so kriegt man vielleicht irgendwann mal die Waffenwände hier voll. Ja. Also das war schon mal ziemlich verkackt. Das heißt, beim nächsten Mal dann dürfen wir uns ein neues Syndikat aussuchen und nochmal von vorne anfangen. Ich freue mich schon. Aber man lernt ja auch jedes Mal was. Für heute war es das dann aber auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.